Servus und willkommen auf meinem Kanal MyFoodMax. Heute mache ich schnell und einfach eine weiße Barbecue-Soße, die perfekt zum Grillen sowie bestens für Geflügel und Fisch geeignet ist. Die Zutatenliste findest du wie immer in der Beschreibung. Die Soße ist sehr einfach in der Zubereitung. In eine Schale kommen 500 Gramm Mayonnaise, 2 Esslöffel Sahne-Meerrettich, 100 ml Apfelessig, 60 ml Apfelsaft, der Saft aus einer halben Zitrone, 1 halber Teelöffel Cayennepfeffer, 2 Teelöffel schwarzen Pfeffer und 1 Teelöffel Salz. Mit einem Schneebesen wird alles gut vermischt, bis die Soße eine gleichmäßige Konsistenz bekommt. Im Kühlschrank gelagert ist sie 2 Wochen haltbar. Die weiße Barbecue-Soße ist eine großartige Alternative zu der klassischen Barbecue-Soße. Man kann sie auch als Marinade für Fisch und Geflügel verwenden, aber auch zum Dippen, einfach nur köstlich. Ich hoffe, ich konnte dir Lust auf das Rezept machen. Dankeschön fürs Zuschauen und viel Spaß beim Nachkochen. Bis zum nächsten Video.